Es war ihr erster Auftritt bei We Love MMA und Larissa Niggemann hat diesen Auftritt gekrönt mit einem Sieg gegen eine wesentlich ältere, erfahrene Kämpferin, gegen Kelly Passon aus Brüssel in Belgien. Larissa, was am Ende dann für dich auch so ein großer Erfolg, vor allem vom Herzen, dass du sagst, jawohl, ich habe mich gegen eine wirklich erfahrene Kämpferin durchgesetzt? Ja, definitiv. Für mich war es ein großer Erfolg, war ja mein erster Profikampf und dass ich den jetzt erfolgreich bestritten habe, vor allem auch gegen eine erfahrenere Gegnerin, da ist mir echt so ein bisschen Stein vom Herzen auch gefallen, dass ich die Hürde jetzt genommen habe. Und ich bin auch das erste Mal jetzt über die Runden gegangen in dem Kampf. Hat auch super funktioniert. Conny hat bis zum Ende gereicht. Ist super gelaufen. Du wirktest aber von der ersten Sekunde an A, sehr selbstbewusst und sehr zielstrebig. Was war so die Voraussetzung für dich für diesen Kampf, dass du sagst, ich muss eine bestimmte Bahn finden, damit ich diese Kämpferin packen kann? Also großes Selbstbewusstsein habe ich auf jeden Fall aus meinem Ground Game gezogen. Ich wusste, am Boden würde ich sie dominieren können. Und ich denke mal, das hat auch so, wie ich es mir gedacht habe, gut funktioniert. Was überraschend war, weil eigentlich kommst du von Taekwondo. Viele hätten viel mehr Beintechnik erwartet. Ja, tatsächlich. Irgendwie in meinen MMA-Kämpfen ist das bis jetzt noch nicht so ganz zur Geltung gekommen. Da ist meistens, ist immer schnell zum Boden gegangen eigentlich. Sicherlich auch das erste Mal vielleicht in so einer großen Halle aufgetreten, vor so einem großen Publikum, Live-Übertragung online. Es wären sehr viele Zuschauer dich gesehen haben, es wären deinen Sieg sie gesehen haben und es werden sich viele deinen Namen merken. War ein bisschen Nervosität da? Ja, natürlich. Also Nervosität war da. Vor allem aber eigentlich eher so in der Woche vor dem Kampf. Heute ging es eigentlich sehr gut, da war ich gar nicht mehr so nervös. Das war eher so letztes Wochenende, da war ich ein bisschen nervöser. Hast du denn gewusst, dass du das Co-Main-Event heute austragen wirst? Also, dass der Frauenkampf heute wirklich an eine so, so starke Stelle positioniert wird? Ja, das habe ich Mitte letzter Woche irgendwann erfahren. Da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet, da es ja jetzt auch mein erster Profikampf war. Aber ich sag mal so, Kampf ist Kampf, ne? Ob ich jetzt den ersten Kampf mache und da vor 2000 Zuschauern, ich weiß nicht genau, wie viele in der Halle waren, stehe oder den vorletzten, das tut ja auch nicht mehr so viel zur Sache. Nach dem Kampf ist sicherlich mal der Moment zum Durchatmen, aber viele fragen sich immer, gibt schon Pläne, wie geht's weiter, ist schon was abgesprochen worden, vielleicht für eine weitere Wheel of MMA-Veranstaltung etc. Gibt's sowas? Noch ist nichts abgesprochen, aber ich habe auf jeden Fall Bock, in nächster Zeit mal wieder zu kämpfen. Dann hoffe ich, wir sehen dich wieder. War ein starker Auftritt. Danke, Larissa. Ja. Schönen Abend noch. Dankeschön, dir auch. Das war Larissa Niggemann.